Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 11 und zwar für die Handelstage von 11.3. bis 15.3.2019. Wir wollen uns wie gewohnt dem Big Picture widmen, der Märkte DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold. Wollen natürlich schauen, was ist in der vergangenen Handelswoche passiert, wo ja gerade im Vorhand letzte Handelswoche im Gold sehr, sehr große Volatilität aufkam, diese Woche eher etwas weniger. Dafür hat der Euro auf der Abwärtsseite Gas gegeben. Das werden wir uns natürlich alles anschauen, welche kernrichtungsentscheidenden Unterstützungen und Widerstände waren wichtig und sollten dann natürlich auch in der kommenden Woche hier gegebenenfalls wichtig sein. Wir werden mal kurz am Anfang auf die Wirtschaftskennzahlen schauen, für die kommende Handelswoche auf die wichtigen Punkte, die da in der kommenden Handelswoche wichtig sind und die uns dann im täglichen Trading natürlich helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wie gewohnt am Anfang erstmal der Blick auf den Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls auch vortrade, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading und natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen auch mal gleich nochmals auf die Seite von jfdbrokers. Und hier nochmals der Hinweis, wer es noch nicht weiß, schaut euch das hier mal rechts an. Da ist ein Button kostenlos. Wenn ihr mit der Maus darauf geht, kommt ihr auf einen weiteren Button, beziehungsweise es öffnet sich ein kleines Fenster mit dem Punkt mehr erfahren. Wenn ihr hier raufklickt, dann bekommt ihr Informationen zum kostenlosen Handel von Aktien. Neuerdings bei JFT Brokers, mittlerweile allerdings auch schon seit gut 2 Wochen. Ihr habt die Möglichkeit, bei JFT Brokers physische Aktien kostenlos zu handeln. Ja, genau, kostenlos. Das, was bei diversen Online-Brokern beziehungsweise eben auch bei Banken teilweise enorm viel Geld kostet, ist jetzt hier bei JFT Brokers kostenlos. Man kann sich somit natürlich jede Menge Geld sparen und damit natürlich zusätzlich seiner Performance einen kleinen Schub geben. Also, tut euch keinen Zwang an. Geht hier gerne auf die Seite von JFT Brokers und informiert euch bezüglich dieser Aktienofferte. Wir switchen erstmal kurz auf den YouTube-Kanal von JFT Brokers. Hier natürlich unter der Wochenanalyse erneut. Wenn ihr dort in diese Beschreibung, in die Videobeschreibung schaut, wenn ihr dann auf den Punkt Show More oder mehr Anzeigen geht, dann seht ihr wie gewohnt hier unten dann eben auch die 4 Märkte, über die ich jetzt hier gleich spreche, entsprechend dahinter eine Zeitangabe und ihr könnt dann, wenn ihr auf diese Zeitangabe klickt, direkt in der Analyse zu der jeweiligen Marktanalyse springen. Also ihr müsst euch nicht alle Analysen hintereinander anhören, sondern habt eben auch die Möglichkeit, wenn ihr auf die Zeitangabe klickt, direkt zum Beispiel zur Euro-US-Dollar-Analyse zu gelangen oder aber eben zur Gold-Analyse, wenn ihr hier hinten auf die Zeitangabe klickt. Ich würde mich natürlich auch diese Woche wieder freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Daumen hoch gebt. Also fleißig liken, fleißig den Kanal natürlich auch abonnieren. Zusätzlich diese kleine Glocke dann noch klicken und dann bekommt ihr entsprechend zeitnah immer die Informationen, wenn hier neue Videos online gehen. Als allererstes blicken wir dann jetzt auch, bevor wir auf den DAX schauen, auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche. Und hier ist der wichtigste Punkt, der jetzt erstmal direkt gar nicht aufgeführt ist, aber der für die kommende Handelswoche quasi mal wieder so ein wenig kriegsentscheidend ist, denn die US-Amerikaner stellen jetzt am Sonntag, also morgen, heute ist es Samstag, hier der 9.3., morgen am 10.3. stellen die US-Amerikaner ihre Uhr schon um, es wird dort schon auf Sommerzeit umgestellt, was da bedeutet. Die US-Markteröffnung wird nicht um 15.30 Uhr stattfinden, sondern um 14.30 Uhr und wichtige Wirtschaftskennzahlen, die normalerweise um 14.30 Uhr rauskommen, die kommen um 13.30 Uhr raus. Zahlen, die um 16 Uhr rauskommen, kommen um 15 Uhr raus. Also alles, was aus Amerika kommt, wird hier eine Stunde nach vorne verschoben und das ist natürlich gerade für die US-Markteröffnung hier sehr, sehr wichtig, was dann auch für den DAX bedeutet, der bewegt sich gegebenenfalls am Nachmittag dann eben eine Stunde eher und hört gegebenenfalls dann auch zum Ende noch etwas eher mit Volatilitätssprüngen auf. Blicken wir auf den Wirtschaftszahlenkalender. Wir beginnen hier mit Dienstag. Da kommt aus den USA der Verbraucherpreisindex. Dann eben auch nochmal viel wichtiger. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen um 19 Uhr. Geht es nochmal um das Thema Brexit, eigentlich der Ausstieg der Engländer hier am 29. März, aber es gibt keinen Plan dafür. Also das ist hier schon wichtig für die Märkte und es wird jetzt hier auch brenzlig. Ich zeige euch gleich nochmal einen Artikel, den ihr euch dann eben noch, wenn ihr wollt, durchlesen könnt. Ich werde den Link entsprechend unter das Video posten. Also das hier eigentlich am Dienstag wichtig, 19 Uhr, dass man da mal so ein wenig drauf schaut und weiß, da kommt zum Abend noch irgendwas. Ansonsten kommen hier nicht militärische
militärische Investitionsgüter, das sind alles Dinge, die sind jetzt nicht so kriegsentscheidend für die Märkte. Controlling des Einzelhandels aus Amerika am Donnerstag, dann am Freitag nochmal um 15 Uhr, was normalerweise um 16 Uhr kommt, der Uni Michigan Verbraucher oder das Uni Michigan Verbrauchervertrauen, das sind jetzt alles nicht die Zahlen, die den Markt so extrem bewegen sollten. Wie zum Beispiel am Donnerstag hier die EZB-Zinsentscheidung, die ja wirklich dem Markt einen Schub gegeben hat und auch so ein wenig am Freitag die Non-Farm Payrolls um 14.30 Uhr, auch die Reaktionen danach hier etwas Bewegung am Markt oder für etwas Bewegung am Markt sorgten. Ich denke, die Zahlen aus den USA für die kommende Woche sind hier nicht ganz so wichtig wie in der vergangenen Handelswoche. Viel wichtiger in meinen Augen dieser Brexit oder diese Abstimmung hier am Dienstag. Und da schauen wir mal, ich habe es mal rausgesucht, es ist jetzt zwar hier ein Artikel von der Bild-Zeitung, wo ich mir meistens schon immer andere Artikel raussuche, aber es steht alles Informative drin, was wir wissen müssen. Ich werde euch diesen Link zu dem Artikel hier quasi von der Bild-Zeitung, ja, zu dieser ganzen Geschichte, die da am Dienstag abläuft. Ihr könnt euch das durchlesen. Ich will das jetzt gar nicht hier kommentieren oder großartig drauf eingehen. Wichtig ist, ihr wisst, dass da was kommt. Wichtig ist, dass das gegebenenfalls die Märkte etwas bewegen könnte und vor allem eben auch in den nächsten Tagen und Wochen diese ganze Brexit-Geschichte uns hier schon noch definitiv beschäftigen wird. Wir gehen auf den DAX, der sehr spannend war in der vergangenen Handelswoche und der sich hier eigentlich grundsätzlich sehr schön nach Plan bewegt hat. Der Gedanke war in der letzten Trading-Wochenanalyse, dass wir hier in dem Bereich um die Marke 500, wir hatten so eine kleine Unterstützung mit diesem Hochpunkt hier im Bereich um die Marke in etwa 550. Wir hatten dann nochmal gesagt, okay, auch der Rutsch in Richtung 500, ja, das ist auch nochmal eigentlich so der richtungsentscheidende Bereich. Alles, was da drüber stattfindet, könnte hier weiter der Aufwärtsseite oder für die Aufwärtsseite interessant sein. Es kamen jeweils Reaktionen in den Bereichen, beziehungsweise kam hier im Prinzip die Reaktion in dem Bereich. Auch hier, das sieht man zwar auf Anhieb nicht, aber hier kam erstmal eine Reaktion, bevor der Markt dann eben doch nochmal in den nächsten sehr, sehr wichtigen Bereich reinlief. Und zwar um die Marke 400, 420. Auch das hatten wir, genau diesen Bereich hatten wir in der vergangenen Analyse schon festgelegt, mit dem Gedanken, dass auch hier unten nochmals eine Long-Überlegung möglich ist, realistisch ist. Allerdings, dass wir zwischen 500 und 420 eben die Long-Seite nicht mehr so ganz aggressiv sehen, beziehungsweise eben sogar auch schon mal die Abwärtsseite in Richtung 420 hier anvisiert werden könnte, aber die Kernabwärtsseite, also wirklich, wo man sagt, okay, jetzt könnte sich hier das Bild drehen, ähnlich wie das in den US-Märkten teilweise schon stattgefunden hat. Das kam nicht, also der Markt hat sich eben unter diesen 420er, 400er Bereich hier nicht in nennenswert wegbewegt. Und jetzt müssen wir uns das Ganze für die kommende Woche mal anschauen. Wir müssen das auch definitiv in den Kontext bringen mit den US-Märkten, die wir uns ja gleich anschauen. Wir schauen uns ja gleich nach dem DAX dann eben auch den S&P an. Der DAX ist in meinen Augen nach wie vor jetzt nicht extrem angenockt auf der Abwärtsseite. Ich las schon wieder hier in der Presse teilweise oder in Analysen, dass jetzt hier eben ja der Bullenmarkt vorbei ist, dass das jetzt endlich losgeht, dass die Märkte auch mal ein bisschen stärker wegsacken. Die US-Märkte sind ja etwas mehr zurückgekommen als der DAX. Aus rein charttechnischer Sicht ist in meinen Augen der DAX noch nicht angenockt auf der Abwärtsseite. Und der Bereich hier unten, den wir in der vergangenen Handelswoche schon als nicht ganz so unwichtig hier als wirklich Kernniveau angesehen haben, also der Bereich um die Marke 420 hinab bis in den 400er Bereich, also sogar noch so ein kleines Stückchen tiefer. Das sollte für die kommende Woche jetzt wirklich dieser richtungsentscheidende Bereich sein. Wir sind jetzt quasi in einer Amplitude fallender Hochs und fallender Tiefs drin. Das sind wir. Ohne Frage, auch hier zwischendurch nochmal so ein kleines Ding, ne, sind hier quasi runter auf dem Weg nach unten und sind jetzt hier am Freitag dann doch schon wieder stark gewesen. Auch die US-Märkte, wir hatten das in den Livestreams besprochen, wir sind einen Long Trade eingegangen am Freitag in dem Livestream US Opening Bell, weil ich auch für die US-Märkte eben nicht diesen, ja, von allen angedachten Rutsch jetzt weiter gen Süden sah, sondern mehr eine Erholung sah und der Markt eben auch die Gaps dann geschlossen hat, was erstmal schlussendlich wieder Stärke bedeutete. Und ich denke, erstmal grundsätzlich alles oberhalb von 420 bzw. 400, das zeichne ich jetzt hier nochmal ein als richtungsentscheidend, alles was ich hier oberhalb stattfindet, sollte erstmal grundlegend weiter. Oder es sollte weiter realistisch sein, dass der Markt wieder Stärke findet.
dass wir, Moment, da machen wir einen Pfeil draus, dass wir hier wieder gen Norden laufen können. Die Hochs hier den angelaufenen Widerstandsbereich um die Marke 11.675 realistisch anlaufen können und natürlich dann auch neue Bewegungshochs ausbauen können. Und da können wir auch gleich nochmal gucken, da kommt so im Bereich um die Marke 820 so der nächste Kernwiderstand, der dann eben auch im Zuge des laufenden Aufwärtstrends natürlich weiter angelaufen werden kann. Wir schauen uns gleich in den US-Märkten an. Da sind wir in einem extrem wichtigen Bereich drin gewesen, wo der Markt jetzt erstmal so ein Stück zurückkam. Aber ich denke, dass auch dort die Aufwärtsseite wieder angenommen werden kann. Am interessantesten wird es im DAX eigentlich für Käufe. Wir sind hier nach wie vor, das ist eigentlich genau der Plan, der jetzt weiterläuft der vergangenen Handelswoche, wo ich gesagt habe, man kann hier drunter, unterhalb von 520, 500 schon mal vorsichtig in Richtung 420 handeln. Das ist auch in der kommenden Handelswoche nochmal denkbar, dass wir nochmal in den Bereich reinlaufen. Ich würde nur jetzt, da schon einmal die Abwärtsseite hier in Richtung 420 funktioniert hat, ich würde hier unten eigentlich ungern jetzt nochmal shorten wollen. Kaufen müsste man sehen, wo kommt der Markt rein, wenn wir vielleicht etwas tiefer reinkommen und dann gleich in Richtung Schlusskurs Freitag als Gap Close handeln, vielleicht auch in Richtung 530, ob man dann auch schon relativ aggressiv mal einen Long reinlegt, müsste man sehen. Viel interessanter wird es für mich eigentlich, wenn wir diesen Widerstandsbereich, auch dieses alte Tief hier aus dieser Sequenz fallender Hochs, fallender Tiefs, allerdings in einer Konsolidierung, wenn wir diese nach oben durchschreiten und dann wird es hier wirklich oberhalb interessant, eben für die angepeilten Käufe in Richtung der Hochs, in Richtung neuer Bewegungshochs. Also 530 sollte idealerweise jetzt dann nochmal nach oben überschritten werden. Ich meine, der Schlusskurs ist im Bereich 490. Das sind 30 Punkte, das ist ja nix. Ja, auch die Volatilität hat leicht zugenommen im DAX auf Tagesbasis. Also diese 30 Punkte jetzt nochmal, dass der Markt da nach oben sich arbeitet, vielleicht macht er es sogar schon mit übers Wochenende, dass er hier vielleicht dann sogar schon oberhalb von 530 eröffnet und dann wäre hier relativ zügig die Aufwärtsseite interessant. Also zwischen 520 und 420 ist so ein bisschen Niemandsland, vielleicht auch so eine Seitwärtsschiebezone, Käufe im 420er Bereich und sollten wir hier nochmal so ein bisschen runterdippen. Man kann es gerne nochmal versuchen, hier vielleicht auch von 500 in Richtung 420 zu handeln. Mein Kernfokus ist es erstmal nicht. Mal schauen. Wenn wir unter 400 gehen, beziehungsweise 420, 400 gehen, dann ist es hier auch denkbar, dass es den auch eben auf der Abwärtsseite doch nochmals etwas stärker vonstatten geht. Wir bekommen zwar im DAX diverse Unterstützung hier noch, das ist ja der Bereich so um die Marke 285, ja, da haben wir hier diesen Hochpunkt, da haben wir diesen Hochpunkt, hier haben wir so ein kleines Niveau, wo der Markt mal hängen blieb, hier haben wir so eine Schiebezone in diesem Bereich, also das wäre so der nächste kleinere Unterstützungsbereich. Als nächstes, wir sehen es hier eingezeichnet, kommt so der Bereich um die Marke in etwa 200 und dann 165 und dann eben wieder 11.044. Den Bereich kennen wir ja auch schon aus der Vergangenheit. Aber das kann hier durchaus dann mit ein bisschen mehr Momentum vonstatten gehen. Auch die letzte Bewegung in diesem Bereich war relativ zügig. Also wenn wir unter 420 nochmal gehen, ja nicht sofort vielleicht sofort den Breakout handeln, wenn dann den Break antizipieren und dann eben in Richtung, ja, in etwa erstmal 300 bzw. 290, 285 hier schauen, ob man gute Chance-Risiko-Verhältnisse bekommt und dann wäre hier auch gegebenenfalls die Abwärtsseite interessant. Aber dafür müssen wir auf die US-Märkte schauen. Der Gedanke hier im DAX, der steht, ja, die Long-Seite steht, die etwas vorsichtige Zone steht, die Abwärtsseite steht. Die Ziele, das wollten wir uns nochmal kurz anschauen, das ziehe ich nochmal ganz kurz zusammen, das Bild. Hier kriegen wir aus der Vergangenheit 840 ist es sogar der nächste Widerstandsbereich, den der Markt hier durchaus, wenn wir die Stärke wieder zurückbekommen, was ich nicht ausschließe, den Bereich dann erstmal hier die Hochs, ja, und dann eben weiter hier den Schritt in Richtung 840. Durchaus denkbar, durchaus realistisch und das wäre hier auch für den Markt rein trendfolgend durchaus im Bilde auch für die komplette kommende Handelswoche. Gehen wir auf den S&P, der natürlich extrem wichtig ist. Und wir sehen hier eins. Die US-Märkte sind, das darf man nicht vergessen an der Stelle. Und wir hatten in der vergangenen Handelswoche auch schon mitbekommen, dass es im Endeffekt so war, dass der US-Markt ja lange Zeit viel, viel stärker war. Wir sehen auch hier die Bewegung gen Norden. Der US-Markt ist mittlerweile schon wieder auf einem Niveau, was hier der Markt im August letzten Jahres mehrfach angelaufen hatte. Der DAX, wenn man das mal miteinander vergleicht, der ist noch viel tiefer. Und somit zeigt es sich zum einen, dass jetzt hier diese Gegenreaktion erstmal auch etwas stärker ausfiel.
Ja, der DAX verhältnismäßig, der ist noch in diesem Bereich, also der konsolidiert ja auch, aber bei weitem nicht so stark, wie es die US-Märkte taten. Ja, aber das ist natürlich auch so ein bisschen dessen geschuldet, dass die US-Märkte vorher, auch seit dem Ende des letzten Jahres, also so Mitte Dezember ging das ja los, dass die Märkte ja wieder aufwärts tendierten, dass das eben auch so ein bisschen ausgeprägter stattfand. Und ich erwähnte eben gerade schon, dass wir hier, das haben wir ja auch in der vergangenen Handelswoche angesprochen, dass der Bereich schon wirklich interessant wird. Und schlussendlich hat der S&P es nicht geschafft, das Hoch dieser Hochs hier quasi zu durchschreiten. Diese Widerstandszone, die sich hier aus dem vergangenen Jahr August, September, Oktober, nee Quatsch, es war September, Oktober, November, dreimal ein Hoch in dem Bereich. Und wir haben jetzt diesen Jahres hier das vierte Hoch quasi in diesem Bereich ausgebaut, knapp darunter. Und wir haben diesen erwähnten Kraft, Momentum, Schub, der eventuell stattfindet, wenn wir hier rübergehen, erstmal nicht gesehen. Somit sind wir haben dann auch in der Woche mit der Unterstützung 81 gearbeitet, also mit dem Bereich 2781. Das war hier dieses Unterstützungsniveau. Ja, das war so, mit dem wir gearbeitet haben, so als richtungsentscheidende Kurse darüber, long, darunter eben die Gefahr, dass wir gegebenenfalls doch nochmal ein Stückchen weiter gen Süden wegdriften und hier so ein bisschen Schwäche sehen. Das kam dann auch. Es kam Momentum auf der Abwärtsseite. Wir konnten hier auf der Abwärtsseite handeln. Vorletzte Handelswoche hatte ich das ja schon so ein bisschen immer versucht zu antizipieren. Am Montag konnten wir dann im S&P und im Nasdaq, den wir hier nicht besprechen, sehr, sehr gutes Geld auf der Abwärtsseite verdienen und auch in Folge der Woche auch noch. Und am Freitag dann eben wieder in dem Rebound hier auf der Nordseite, weil einfach Erholung dann stattfand. Warum habe ich das so gesehen, beziehungsweise warum war das für mich interessant? Weil einfach in diesem Niveau, wo wir uns ja aufhielten, dann am Freitag und sogar noch mal so ein Stückchen runter dippten in der Vorbörse, dass hier der Bereich um die Marke 2737 beziehungsweise knapp darunter eben auch schon ein ja nicht so unerhebliches Unterstützungsniveau darstellte. Und eben hier das Bild grundsätzlich auch, wie sich das Volumen zeigte etc., nicht eben so aufzeigte, dass hier der Markt gegebenenfalls stärker auf der Abwärtsseite weiter pusht. Und somit, wir gehen mal auf den 4-Stunden-Chart, war es hier am Freitag halt interessant auf Richtung. Und das war eben am Freitag ein realistisches Ziel. Da war der Schlusskurs vom Donnerstag hier so in diesem Bereich, Pi mal Daumen. Und der Markt eröffnete etwas tiefer und lief dann doch zum Ende hier wieder in Richtung des Schlusskurses vom Donnerstag. Allerdings muss man natürlich sagen, wenn man sich nochmal ganz kurz das große Bild hier anschaut, wir haben nicht die größte, oder müsste ich mal schauen, man müsste mal messen, wie groß diese Abwärtsbewegung hier war. Die war ja Anfang Januar. Die ist natürlich auch schon ein Stück tief gegangen hier, aber ich glaube, wir sind jetzt hier in den größten Rückgang diesen Jahres drin, von den Punkten her. Der ist natürlich da. Ja, dieser Rückgang ist da und wir sind eben auch hier in einen Unterstützungsbereich reingegangen und es ist natürlich definitiv erstmal nicht auszuschließen, dass wir im Moment, wir nehmen Orange im Kreis, ja, wir haben hier eben auch noch so einen nicht so zu verkennenden Bereich. Wir sind jetzt quasi auf diesen Schiebezonenbereich hier aufgedippt, ja, und es ist jetzt natürlich grundsätzlich nicht auszuschließen, dass die Märkte übergeordnet auch hier nochmals Schwäche finden. Das wäre dann das Bild, wo der DAX dann gegebenenfalls auch auf der Abwärtsseite ein bisschen wegknickt und es kann durchaus sein, dass der S&P den Weg in diesen nächsten Gleichgewichtsbereich um die Marke 2660 hier sucht. Das kann durchaus sein und es wäre für das ganz große übergeordnete Bild absolut kein Abbruch für die Aufwärtsseite. Und wenn man hier mal dran denkt, wenn wir nochmal das Bild zusammenschieben, eben schon erwähnt, September, Oktober, November, da hatten wir so eine große Seitwärtsschiebezone von in etwa 200 Punkten im S&P. Das war ja hier das, wo ich die Hochs gerade einzeichnete, so eine Schiebezone. Irgendwann entschied sich der Markt auf der Unterseite hier wegzugehen. Was spricht jetzt dagegen? Ich meine, ich möchte es eigentlich so nicht sehen erstmal und ich denke, können wir auch gleich eben anschauen, wo es interessant wird wieder für die Aufwärtsseite. Ich denke auch erstmal so aus dem Gefühl und aus der Situation, dass es hier noch nicht weiter so stark weiter nach unten geht. Aber grundsätzlich wäre es auch nicht schlimm, wenn wir hier diese 200 Punkte, wie wir sie hier dann immer wieder gesehen haben, auch jetzt nochmal sehen. Es wäre genau der Rutsch in diesen Gleichgewichtsbereich, den wir hier eben schon mal auch gezeigt hatten. Ja, diese 200 Punkte in etwa wieder nach unten, um dann aus diesem Bereich gegebenenfalls wieder dann auch, Moment,
die Aufwärtsseite zu sehen. Ja, dass wir übergeordnet dann weiterlaufen und dann entsprechend hier diesen Bereich nach oben durchschreiten und dann eben in Richtung uns der neuen, der Jahreshochs und in Richtung der Allzeithochs aufmachen. Also ihr merkt, die Aufwärtsseite ist bei mir im Kopf noch lange nicht übergeordnet abgehakt, aber das ist natürlich dessen geschuldet, dass wir hier eben auch so eine enorme Rallye hingelegt haben und in den meisten Fällen nicht mit so einer V-Reaktion hier der Markt sich dann verabschiedet von solch Höhenreisen und jetzt hier quasi direkt gen Süden geht, sondern dass wir dann wenigstens nochmal ein Aufbäumen bekommen, vielleicht nochmal in den Widerstandsbereich hier oben rein um die Marke 2825, das werden wir sehen. Aber wie gesagt, ich bin erstmal, und das ist die Quintessenz aus diesen Sätzen den letzten Minuten, ich bin nicht davon abgeneigt, dass der US-Markt die Aufwärtsseite wieder aufnimmt. Dafür sollten wir uns natürlich hier nicht, ja, jetzt zu sehr darauf versteifen. Somit hätte ich hier so zwei kleine Überlegungen. Erstmal grundsätzlich ist natürlich dieser Bereich hier auffällig. Also ganz knapp, Moment, das muss ich nochmal neu zeichnen. Weil es ist natürlich diese Unterstützung, die wir kennen, mit der wir gearbeitet haben und so der Bereich knapp darüber. Ja, das ist so die Zone, die ja jetzt hier, wir sehen das in der Vergangenheit, wirklich des Öfteren getestet wurde. Von der Oberseite erstmal. Hier einmal, hier jetzt auch nochmal am Anfang der Woche mit dem kurzzeitigen Übertreiben und der Markt ist jeweils auf der Aufwärtsseite von diesem Bereich im Prinzip erstmal weggegangen und ist jetzt in der vergangenen Handelswoche dann durch diesen Bereich durchgegangen. Auch hier war das ja nicht so ganz uninteressant, dieser Bereich. Somit würde ich diese Marke um 2763 bis in etwa 2765 für die kommende Handelswoche erstmal grundsätzlich als richtungsentscheidend ansehen. Somit, solange wir darunter bleiben, ist es natürlich denkbar, klar, immer leichte Erholung auch weiterhin möglich, dass wir aber hier in dem Bereich dann eben wieder wegdriften und gegebenenfalls gen Süden laufen. Somit wäre jetzt hier der Gedanke, dass wir nach einem Aufbäumen, ja, wir sind jetzt hier quasi auch in so eine Schiebezone reingekommen. Also man hätte hier schon nochmal so den einen oder anderen Bereich. Das müssen wir uns dann auch situativ anschauen, wo man dann auch schon mal, ja klar, die Abwärtsseite versuchen kann mit dem Gedanken, dass es dann eben doch nochmal weiter gen Süden geht, dass wir die entsprechenden Bereiche nach unten durchschreiten, hier durch die Vorwochentiefs durchgehen, in den nächsten Bereich 2,7 rutschen. Also da hat man wirklich diverse Möglichkeiten, auf der Abwärtsseite Trades aufzubauen mit dem Gedanken, dass die Konsolidierung gegebenenfalls weiterläuft. Aber wenn wir hier Stärke bekommen, wenn man dann eben merkt, okay, es gibt zum Beispiel keinen Trigger für einen Short oder man geht einen Short ein und man merkt, man bekommt negatives Feedback, vielleicht dann auch mit dem zweiten Short, weil einfach der Markt nicht richtig auf der Abwärtsseite pusht, er zeigt mehr Stärke, er schafft es dann auch schlussendlich über den Bereich 2763,65 rüber zu gehen, dann ist hier sehr, sehr schnell die Aufwärtsseite wieder aktiv, wieder in Richtung, wie wir es kennen, der nächsten Widerstände mit den Möglichkeiten, dass wir uns hier nach oben fortarbeiten, in die Bewegungshochs reinlaufen, Stärke sehen, neue Bewegungshochs ausbauen und dann geht's los, 2825, der Bereich wird interessant, der Bereich mit diesen drei Hochs aus der Vergangenheit, wo ich in der vergangenen Trading-Wochenanalyse schon erklärt habe, warum ist dieser Bereich so interessant, warum könnte dieser Bereich dazu führen, dass es von dort aus nochmals mit Momentum weiter nach oben geht, weil einfach dort auch eine ganze Menge Orders liegen könnten und somit es eben sein könnte, denn dass so ein kleiner Domino-Effekt eintritt und der Markt eben von dort aus dann nach oben weggezogen wird. Dafür müssen wir dahin laufen, dafür müssen wir jetzt anfangen, wieder Stärke zu sehen. Wie gesagt, 2763 bis 65 Richtungen entscheiden, darunter erstmal nochmal vorsichtige Abwärtsversuche. Viel lieber würde ich aber sehen, dass der Markt nach oben geht, ähnlich wie im DAX, und hier wieder Stärke sieht. Auch wenn das fundamental vielleicht nicht ganz so begründet ist, aber wir haben ja auch aus der Vergangenheit gelernt, dass die fundamentalen Punkte sowieso bei mir kaum noch eine Rolle spielen und das eben auch sich ja in vielen Punkten zeigt, dass einfach der fundamentale Kern, dass einfach auch vielleicht die Situation weltwirtschaftlich oder auch aus den USA, aus Deutschland, irgendwie alles nicht mehr so rosig aussieht, aber die Märkte liefen einfach mal seit Mitte Dezember wie eine Rakete nach oben. Und warum soll das nicht weitergehen? Wir blicken auf den Euro, den volatilsten Markt quasi fast, also der US-Markt hat ja auch Volatilität gezeigt, aber
Wir sind es ja gewohnt gewesen vom Euro-US-Dollar, dass kaum Bewegung auftritt. Und nun kam mit der EZB-Entscheidung, die ja wirklich erstmal ja auch so leicht ein leichtes, desaströses Bild für die deutsche, europäische, also nicht deutsche, sondern für die europäische Wirtschaftslage hier eben an die Wand malte, was eben auf jeden Fall, wie wir es sehen, der Euro hier nicht ganz so positiv aufgenommen hat. Und wir hatten ja gesagt, in der vorletzten Trading-Wochenanalyse quasi für die in der vorvorletzten Trading-Wochenanalyse für die vorletzte Woche, da waren wir noch mit Stärke in diesem Bereich hier, das war so unser Gedanke, dann endeten wir eben wieder hier in so einer neutralen Zone und dann war es eben der Gedanke, okay, wenn die Oberseite nicht läuft, dann läuft vielleicht die Abwärtsseite und das zeigte sich dann auch sogar mit Momentum und was ja dann eben immer wichtig ist und das ist das, was ich ja ab und zu in der Trading-Wochenanalyse erzähle, was wir eben in den Livestreams ein bisschen mehr besprechen und durchgehen, wenn Momentum auftritt. Momentum durch auch oft eben fundamentale Ereignisse oder in dem Fall eben durch die EZB, wenn solche Momentumbewegungen auftreten, dann sollte man in der Regel nicht mit dem nächsten Unterstützungsniveau arbeiten, sondern immer mit einem Unterstützungsniveau mehr. Und diese Linien liegen schon lange drin im Markt und wir wissen auch, dass der Bereich um die Marke 1,12 in der Vergangenheit extrem wichtig war, weil er eben, wir können auch gleich nochmal drauf schauen, schon mal ein Bewegungstief war. Wir haben dieses jetzt quasi erstmal hier nochmal getestet mit dem Euro erst. Dann schaut euch auch das an, hier kam auch Momentum auf. Dann ist nicht das erste Unterstützungsniveau interessant, sondern meistens das zweite. Ja, also merkt euch, dass wenn Momentum aufkommt, dass dann eben die Unterstützungsniveaus etwas angepasst werden müssen. Und das passierte hier. Wir hatten die Abwärtsseite auf dem Schirm. Wir hatten gesagt, okay, wenn der Markt nicht nach oben will, will er vielleicht nach unten, will er endlich mal die große, große übergeordnete Richtung, dafür gehen wir mal auf einen Wochenchart, will er die übergeordnete Richtung, die ich immer mehr favorisiert habe als die Aufwärtsseite, hier dann mal fortsetzen und er tat es jetzt und ging wenigstens mal so ein bisschen nach unten raus und ging hier in das nächste Unterstützungsniveau. So, jetzt müssen wir uns Folgendes überlegen. Wir kennen auf jeden Fall aus der Vergangenheit, vergangenen Jahres, wir hatten zum vergangenen Jahr hier auch so eine Seitwärtszone und dann brach der Markt hier erstmal mit Momentum in dem vergangenen Jahr aus auf der Abwärtsseite. Ja? Und zeigt hier wirklich eine schöne Trendbewegung und dann gingen wir ja mehrheitlich seitwärts mit nochmal einem Schub hier auf der Trendseite, aber hier unten dann eben ganz, ganz lange ja diese Schiebezone 13,30 bis 14,30 mit dem Versuch immer mal nach oben und nach unten auszubrechen. Und jetzt kam der Break nach unten. Grundsätzlich geht man natürlich davon aus, wenn so ein Momentum schwupp auf der Abwärtsseite passierte, dass dieser auch sich weiter fortsetzt, denn es hat ja auch den ein oder anderen Grund, warum hier diese Schwäche reinkam. Und es ist natürlich jetzt erstmal auch aus der Theorie heraus, was in vielen Lehrbüchern steht, wenn ein Breakout kommt, den natürlich dann auch viele handeln, also viele sind hier unten ja wirklich erst short eingestiegen, dass sich das dann gegebenenfalls auch weiter fortsetzt. Und es ist natürlich nicht auszuschließen. Schauen wir uns die letzte Bewegung an in diesem Bereich. Die war auch relativ zügig, relativ schnell. Und gerade hier diese Bewegung, ja, wenn wir das hier sehen, ne, diese Unterstützung und der Bereich hier in die nächsten Unterstützungszonen und die dunkelblauen Linien, die habe ich jetzt erstmal eingezeichnet. Die hatten wir hier nicht drin, weil wir einfach den Bereich in den letzten Wochen, Monaten und eigentlich Jahren nicht brauchten. Habe ich jetzt hier die nächsten Unterstützungen mal eingezeichnet. Und es ist hier durchaus denkbar, dass wir in die nächsten Bereiche reinlaufen. Aber ein übergeordneter Punkt, bevor wir jetzt detaillierter werden. Man darf nicht vergessen, schaut euch mal die Jahre 2015, 2016 an. Da waren wir in diesen Jahren hier ganz, ganz lange in diesem Bereich. In diesem Bereich, wo wir jetzt auch schon dieses Jahr waren, vergangenes Jahr waren, Schiebezonen aufbauten. Und man darf sich nicht wundern, wenn grundsätzlich der Euro-US-Dollar bis zum gewissen Grad weiter choppy bleibt. Also immer mal wieder schnell die Richtung wechselt, es vielleicht weiterhin mehr Sinn macht, den Fokus eher auf kleinere Bewegungen, auf untergeordneten Zeiteinheiten zu suchen und mit kleineren Zielen zu arbeiten. Natürlich dann auch mit kleineren Stops, als jetzt hier die großen Swing-Überlegungen aufzubauen. Weil ich denke, da gibt es andere Währungen, die laufen da weitaus besser. Britischer Pfund allem voran, durch die Brexit-Geschichte ist da auch teilweise etwas mehr Volatilität drin, etwas mehr Trend drin. Hier so die Swing-Trading-Ideen jetzt zu sagen, okay, Short, weil natürlich jetzt Breakout und Momentum und so weiter. Man kann es versuchen, mit verhältnismäßig kleinem Risiko, aber ich denke, es ist hier auch so ein bisschen mit Vorsicht heranzugehen, weil es einfach sein kann, dass der Markt weiter choppy bleibt. Und das schauen wir uns jetzt erstmal detailliert auch so ein bisschen an.
Was ist jetzt erstmal passiert? Wie gesagt, die Abwärtsseite hat sich hier etabliert. Wir schieben das Bild mal ein wenig zusammen. Und wenn wir uns hier den Bereich jetzt diesen Jahres mal so ein bisschen anschauen, dann sind wir natürlich hier in einer Abwärtsbewegung drin. Ja, so ein bisschen immer überlappender Natur, aber wir sind erstmal abwärts. Was natürlich jetzt bedeuten könnte, wenn man mal das Bild so ein bisschen fortzeichnet, ja, dass es hier weiter, auch in diesem Falle, weiter gen Süden gehen kann. Aber genau das wäre ja auch schon dieser Shoppy-Gedanke. Normalerweise sagt man, okay, wir haben hier so ein paar Tiefs. Dieser Tiefbereich war auch interessant, weil auf kleinerer Zeitebene reagierte der Markt hier. Sogar nicht unerheblich. Also für die da laufenden Schwankungen kam hier eine Reaktion. Jetzt sind wir hier an den nächsten kleinen Tiefs dran. Ja, auch hier kann eine kleine Reaktion stattfinden, aber diese Lehrbuchgeschichten, dass man sagt, okay, der Markt sollte bis dorthin laufen, dann sollte er weiter nach unten gehen, das kennen wir aus der Vergangenheit vom Euro-US-Dollar verhältnismäßig wenig. Somit bin ich jetzt hier auch wirklich nach wie vor etwas konservativerer eingestellt bezüglich des Euro-US-Dollars und bezüglich der Abwärtsseite. Aber wenn wir uns das Ganze jetzt noch etwas detaillierter anschauen und mal auf den Stundenchart gehen, können das Bild gerne noch so ein kleines bisschen zusammenschieben, ist es natürlich trotzdem immer ein Gedanke. Wir sind sehr, sehr langsam nach oben gelaufen. Wir hatten am Donnerstag diese scharfe Bewegung, auch am Freitagmorgen dann hier nochmal kurz nach unten und haben seitdem dann eben hier diese Erholung gesehen. Aber schaut mal diese zeitliche Faktor, wie schnell es nach unten geht und wie langsam diese Erholung stattfand. Die spricht natürlich dafür, dass es hier auch durchaus und der Markt ist angenockt. Stellt euch so einen Ring vor, wo so zwei Boxer miteinander kämpfen und der eine Boxer lag eben schon mal kurz am Boden, stellt sich aber wieder hin, braucht allerdings nur noch so eine kleine Backpfeife, um das nächste Mal umzufallen. In diesem Modus ist der Markt schon noch so ein bisschen. Es heißt eben, dass es schon sein kann, dass auf jeden Fall hier immer noch mal Schwäche einsetzen kann. Bis wohin die führt, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber wenn ein Markt angeschlagen ist durch Momentum, dann ist es eben auch nicht auszuschließen, wenn nur so ein kleines Reissäckchen doch noch mal irgendwo umfällt, dass es schnell dazu führt, dass der Markt wenigstens noch mal in den Bereich 1,12 rutscht, beziehungsweise hier vielleicht auch noch mal die Bewegungstiefs rausholt und vielleicht sogar, wenn es gut läuft, eben in den nächsten Unterstützungsbereich um die Marke 1,11 rutscht. Sprich, der Widerstandsbereich 12,63, beziehungsweise wenn man sich mal hier den Markt genauer anschaut, kann man fast sagen, und auch mit dem Gedanken, dass er gerne überlappt, dass man hier diesen Tiefbereich als richtungsentscheidend für die kommende Woche annimmt. Dass man vorsichtig versucht, Moment, ich nehme nochmal die Pfeile raus, vorsichtig versucht unter dem Bereich, das ist so etwa 1,13, ja, dass man da drunter den konservativen Gedanken hegt, wenn sich Situationen ergeben, erneut erstmal die Abwärtsseite zu versuchen. Aber bitte, also zumindest von meiner Seite, werden hier nicht irgendwie in der Woche 20 Trades durchgeladen. Nur, dass man jetzt short. Ich mache aktuell in dem Euro-US-Dollar vielleicht 1-2 Trades in der Woche. Weil einfach auch trotz dem Momentum, das noch nicht sagt, okay, jetzt sind wir hier in einem sauberen Trendmarkt drin. Aber klar, ich werde mal schauen, wenn hier leichte Erholung reinkommt, dass ich hier immer mal wieder mir das anschaue und versuche vielleicht ein-, zweimal mal hier den Versuch auf der Abwärtsseite zu wagen. Sollten wir allerdings den 1,13er Bereich wieder nach oben durchschreiten, dann wären wir relativ zügig auch wieder ja, in dieser Gefahr, dass wir uns weiter gen Norden bewegen, 13,30 anlaufen, vielleicht sogar wieder in diese Schiebezone 13,30 bis 13,40 reinlaufen, dann bin ich hier vorsichtig. Dann könnte man auch wieder ein bisschen auf kleinerer Zeitebene mal auf die Long-Seite switchen. Das sind so die Kerngedanken für die kommende Handelswoche. Ich kann mich im Euro-US-Dollar hier einfach nicht festlegen. Das ist in anderen Märkten aktuell etwas leichter, im Euro-US-Dollar eben aktuell nicht. Von daher 1,13 in etwa der richtungsentscheidende Bereich, vorsichtig darunter Short und darüber noch vorsichtiger die Long-Seite. Wenn sich hier keine Situationen ergeben, bin ich nach wie vor nicht traurig, wenn ich den Euro-US-Dollar nicht handle. Abschließend Gold. Gold hatte in der vergangenen Handelswoche. Wirklich, also wir hatten hier 3 Tage. Am Montag kam noch mal so ein bisschen Schwäche auf in die schon lange eingezeichnete Unterstützungszone 12,82 in etwa. Wir hatten hier in der vergangenen Woche und auch vorletzte Handelswoche, wir hatten hier diesen Bereich grundsätzlich als kernunterstützenden Bereich, als großen kernunterstützenden Bereich ausgemacht, weil hier einfach ja auch Volumen auftrat, weil hier eben Unterstützung herrscht in diesem Bereich. Zusätzlich kam halt hinzu, dass wir diese Unterstützung, diese charttechnische Unterstützung 12,82 hier eben auch schon ein Weilchen im Chart drin liegen haben. Somit kam hier am Montag
erstmal noch die Fortsetzung des Freitags, des schwachen Freitags der vorletzten Handelswoche, kam hier der Rutsch in diesem Bereich und dann folgte Mittwoch, Donnerstag und Freitag eine Seitwärtsrange. Ich habe auf meinem Facebook-Profil, da ist allerdings nicht so viel los, zugegebenermaßen, aber ich wollte wenigstens den Gedanken nochmal schriftlich festhalten, den ich auch in den Livestreams nannte am Donnerstag in der US-Opening-Bell. Das natürlich, wenn sich hier Schwäche zeigt in ein Unterstützungsniveau. Die Richtung war natürlich für mich zumindest hier logischerweise, also das ist nie vorherzusagen, war hier unklar. Aber wir haben hier quasi eine Schiebezone aufgebaut. Ich zeige euch das gleich mal auf kleiner Ebene. Und dann war es hier natürlich irgendwann mal an der Reihe, auch gerade weil am Donnerstag Momentum im Euro-US-Dollar aufkommt, was nicht selten vom Gold auch als Momentum aufgenommen wird. Nur, dass sich Gold am Donnerstag in keinster Art und Weise hier nennenswert bewegte. Und ich dann gesagt habe, okay, da wir hier so eine Schiebezone haben, ist es eben denkbar, dass entsprechend eine Bewegung aus dieser Schiebezone rauskommt, sei es Long oder Short. Aber entsprechend die Long-Seite hatte den 1300er-Bereich bis 1305er-Bereich als Ziel und die Abwärtsseite wäre sie dann auch schlussendlich hier unter diese Tiefs gegangen, hätte sich durchaus hier bis in das nächste Unterstützungsniveau fortsetzen können. Also da waren wirklich interessante Gedanken dabei. Wir können ja uns das Ganze mal auf dem Stundenchart anschauen. Da sieht man das, wie der Markt hier wirklich in dieser Phase wirklich drin klemmte über drei ganze Tage. Das waren lediglich 10 Dollar Bewegung. Wir hatten hier am Freitag vorletzte Handelswoche. Was war das für eine Bewegung hier? Das startete Donnerstag und dann Freitag sind wir aus dem Bereich 13, 14 bis in den Bereich unter 94 gelaufen. Also über 20 Dollar an einem Tag. Innerhalb von anderthalb Tagen waren es hier schlussendlich 30, fast 40 Dollar. Nee, 30. Gute 30 Dollar. Wir haben uns dann innerhalb von drei Tagen lediglich in einer Range von 10 Dollar aufgehalten. Und dann war es natürlich hier denkbar, dass ein Bruch mal aus der einen oder anderen Richtung oder in der einen oder anderen Richtung stattfindet. Das hilft uns allerdings erstmal nicht für die kommende Handelswoche nennenswert weiter. Wir müssen jetzt überlegen, wo befinden wir uns. Wir haben natürlich, gehen wir mal auf den Wochenchart, auch hier seit dieser Aufwärtsreise, das war hier ja schon Mitte letzten Jahres oder im Start des zweiten Quartals, zweiten Halbjahres, wo dann hier diese Stärke im Gold anfing. Und wenn wir uns das auf Wochenbasis anschauen, sehen wir, dass natürlich die vorletzte Handelswoche hier wirklich eigentlich die größte Schwäche in dieser Aufwärtsseite, in dieser Aufwärtsrichtung zeigte, dass allerdings jetzt hier diese letzte Handelswoche erstmal blau endete, positiv endete, oberhalb des Schlusskurses der vorvorletzten Handelswoche stattfand. Also auf jeden Fall erstmal Erholung aus dem Unterstützungsniveau 1282, was jetzt hier getestet wurde. Jetzt müssen wir uns überlegen, ab welchem Bereich wäre jetzt es hier gegebenenfalls wieder interessant, weiter Trendfolgen zu denken. Weil natürlich dieser Schlag auf der Abwärtsseite, der war schon nicht ohne. Das muss ich zugeben. Er war auf jeden Fall rein charttechnisch zu viel für die reine, saubere charttechnische Aufwärtsrichtung. Also sollte man jetzt hier natürlich weiterhin die Abwärtsseite auch nicht ganz aus dem Auge lassen, die hier auch definitiv denkbar ist. Gehen wir von dem Wochenchart zurück auf den 4-Stunden-Chart. Schieben das Bild ein wenig zusammen. Was wäre jetzt hier oder was sind jetzt wichtige Bereiche, die einem auffallen, die charttechnisch wichtig sind? Es ist natürlich nach wie vor der Bereich um die Marke 1300, also 1300 bis 1305, wobei hier der Widerstandsbereich ja mehr, also das ist hier so die Zone 1305, beziehungsweise knapp darüber, knapp darunter bis 1300. Also diese Zone ist natürlich charttechnisch wichtig, weil sie in der Vergangenheit dann eben Unterstützung bot. So, also, ich würde auch so weit gehen und sagen, okay, alles, was sich grundsätzlich im übergeordneten Bild unterhalb dieser Zone abspielt, ist erstmal grundsätzlich weiter für die Abwärtsseite interessant. Da jetzt hier natürlich dieses Aufbäumen stattfand, ja, das kann sich von mir aus auch erstmal noch so ein kleines bisschen weiter hier fortsetzen, in diese Zone herein, aber ich denke, wenn wirklich dieser Bereich so interessant ist, wie ich es mir denke, dann sollte hier gegebenenfalls eine Reaktion stattfinden. Idealerweise findet die wenigstens hier in diesen Schiebezonen, oberen Schiebezonenbereich aus dieser Schiebezone der vergangenen Handelswoche statt. Dann haben wir hier wieder eine richtungsentscheidende Zone, die wir dann erstmal höchstwahrscheinlich wieder abwarten.
Ja? Aber es wäre natürlich denkbar, hier zum Beispiel auch mal trendfolgend die Abwärtsseite zu handeln. Würde hier nicht zwingend mit dem Take-Profit arbeiten, sondern vielleicht auch mal laufen lassen. Gucken, was passiert. Allerdings, wenn ich hier unten bin und noch keine Short-Order habe, würde ich sie erstmal hier unten nicht zwingend aufnehmen wollen. Wenn dann lieber, wenn der Markt dann doch so viel Schwäche zeigt und dann hier diese Schiebezone nach unten verlässt, ja, beziehungsweise die Unterstützung 1282 nach unten verlässt, dass man hier dann sagt, okay, hier ist doch Schwäche drauf und es könnte sich das angefangene Momentum hier gegebenenfalls auf der Abwärtsseite fortsetzen. Also alles unter 13, 1300, 1305 grundsätzlich mit der Abwärtsseite weiterhin behaftet, mit dem Gedanken, dass hier diese Schiebezone der vergangenen Handelswoche auch unterstützend wirkt. Wir hier sehen müssen, wie der Markt mit diesem Bereich umgeht. Von hier auch Unterstützung stattfinden kann, die wiederum erneut in Richtung 13.05 stattfinden könnte. Ja, müsste man schauen, ob sich hier eventuell ein Long lohnt, ein Trigger sich ergibt, der hier vielleicht eine Aufwärtsrichtung erlaubt. Aber so richtig interessant wird die Aufwärtsseite eigentlich erst, wenn wir diesen 13.05er Bereich wieder nach oben durchschreiten. Und dann kann sich der Markt hier wieder etwas mehr der Aufwärtsseite widmen. Dann geht es hier wieder in den nächsten Bereich rein. Das ist für die kommende Woche eigentlich für mich noch nicht ganz so interessant, weil ich denke, wenn man sich die Wochenschwankungen im Gold anschaut, dann ist dann schon so das Höchste der Gefühle, dass sich Gold, wenn Gold sich für die Aufwärtsseite entscheidet, dass wir uns hier so in den 13,15er, Maximum in den 13,20er Bereich vorarbeiten könnten. Ich denke, so stark ist Gold aktuell nicht, dass wir hier solch Momentum auf der Aufwärtsseite sehen und hier die Bereiche, weiß ich, 13,43, 13,35, die Widerstände. Ich denke, das wird schwierig, selbst die 13,26 wird schwierig. Aber oberhalb von 13,05 könnte es etwas klarer auf der Aufwärtsseite sein. Hier unten ist es schon mehr der Abwärtsgedanke, der erstmal noch eine Rolle spielt. Das ist so ein bisschen ähnlich wie im Euro-US-Dollar. Wenn die Abwärtsseite da ist, wenn der Markt auf der Abwärtsseite angeschlagen ist, dann ist auch immer mal wieder mit ein bisschen Druck auf der Abwärtsseite zu rechnen. Und wenn der Markt angenockt ist, wir wissen es ja nicht, ob es jetzt wirklich neue Tiefs gibt, ob der Goldpreis von der Masse der Händler weiter nach unten gedrückt wird oder eben schlussendlich nach oben. Wir haben Bereiche, die charttechnisch wichtig sind, in denen Reaktionen stattfinden können, in denen wir dann auch auf Reaktionen setzen. Alles andere ist uns fast egal im Handel und wir werden auch das natürlich in den täglichen Livestreams besprechen. Das soll zu meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall für die kommende Handelswoche, denkt an die Zeitumstellung, ja, 13.30 Uhr, die Wirtschaftskennzahlen statt 14.30 Uhr, beziehungsweise 15 statt 16 Uhr, alles was aus den USA rüberkommt und vor allem die US-Markteröffnung um 14.30 Uhr statt um 15.30 Uhr. Sprich, wir werden auch sehen, ich werde das noch absprechen, dass wir die US-Opening-Bell nach vorne verschieben für die kommende Handelswoche und entsprechend hier gegebenenfalls dann natürlich immer eine Stunde eher uns in den nächsten zwei Wochen hier. Wir stellen in Deutschland ja erst am 31. März, glaube ich, um, also zwei Wochen werden wir hier dann, oder drei Wochen sind es fast, müssen wir nochmal schauen, drei Wochen in der Tat. Sonst sind es immer zwei Wochen. Ich schaue mir das Ganze nochmal an, aber auf jeden Fall in der kommenden Handelswoche wird hier die Zeit noch anders sein, beziehungsweise die Zeitumstellung in den USA schon, in Deutschland nicht. Good Trades und Megatrading euch für die kommende Handelswoche. Ich freue mich, wenn wir uns definitiv in den Livestreams wiedersehen. Bis dahin, euch nur das Beste. Euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.